Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute machen wir ein asiatisches Geflügelgericht. Viel Spaß beim Video. Ihr benötigt für das Essen Hühnerbrustfilet, Frühlingszwiebeln, Karotten, eine normale Zwiebel, Paprika, eine frische Ananas, 800 ml Kokosnussmilch, Currypulver, Kurkumapulver, Gemüsebrühe, Tomatenmark, Tiefkühlbrokkoli, Salz und Pfeffer. Als erstes wird die Zwiebel halbiert und in große Ringe geschnitten. Gebt diese in die Pfanne, dann könnt ihr auch schon das Hähnchenfleisch schneiden, etwa in 1 cm große Stücke. Gebt das Fleisch ebenfalls in die Pfanne und bratet es von allen Seiten an. In der Zwischenzeit könnt ihr die Frühlingszwiebel in große Stücke schneiden und den Paprika würfeln. Die Karotte halbiere ich und schneide so etwa einen halben Zentimeter dicke Streifen herunter. Nun gebt Tomatenmark in die Pfanne zum Fleisch und verrührt alles. Danach wird das Fleisch zwischengelagert in einer separaten Schüssel. Nun geben wir wieder etwas Öl in die Pfanne und braten das ganze Gemüse an. Als nächstes schneiden wir die Ananas oben ab und verwenden hier diesen Ananas-Schäler. Ist es ja nicht, aber ja, sagen wir mal Ananas-Schneider. Der ist übrigens nicht von Wish. Falls ihr wollt, dass ich Wish-Produkte teste, schreibt es mal in die Kommentare. Nun geben wir die Kokosnussmilch zu dem Gemüse hinzu und verrühren diese. Es kann gut sein, dass die Kokosnussmilch, wenn sie aus der Dose kommt, noch etwas fest ist. Das macht allerdings nichts. Hi, ich bin's, Jonas aus der Zukunft. Ich bin gerade im Schnitt und bearbeite das neueste Video für euch. Falls ihr meine Videos mögt und falls ich euch begeistern kann mit den Kochgeschichten und so weiter und so fort, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen hoch auf jeden Fall sehr freuen. Momentan haben 13%, blende ich hier ein, meine aktiven Zuschauer diesen Kanal abonniert. Ist momentan ja, ein bisschen wenig verhalten, sage ich mal. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir die Zahl nach oben gesteigert kriegen. Das war's auch schon. Viel Spaß mit dem Video. Jetzt geht's weiter. Jetzt können wir auch schon die Gewürze dem Gericht hinzugeben. Jetzt könnt ihr das Gericht mit 2 Esslöffel Currypulver sowie 1 Esslöffel Kurkumapulver und einem Esslöffel Gemüsebrühe würzen. Verrührt die Gewürze mit einem Kochlöffel und schmeckt das Gericht mit Pfeffer und Salz ab. In diesem Schritt gebe ich die Ananas in den Topf und rühre etwas Maisstärke mit Wasser auf. Dies hat den Vorteil, dass die Soße dadurch etwas dicker wird. Da ich es etwas schärfer mag, gebe ich Chiliflocken in die Pfanne. Zu guter Letzt können wir das Fleisch in die Pfanne geben und unterrühren. Das Fleisch kann so den Geschmack der Soße aufnehmen und noch etwas nachgaren. Dadurch wird das Hühnchenfleisch besonders zart. Gebt einen Deckel auf das Gericht und lasst das Ganze 10 Minuten einkochen. Vielleicht schaffen wir in diesem Video die 20-Like-Marke. Das würde mich persönlich auf jeden Fall sehr freuen. Also, kräftig liken! Nun ist das Gericht fertig und ich muss euch sagen, es hat vorzüglich geschmeckt. Vielen Dank fürs Zusehen. Über einen Daumen und ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Jonas. Ciao.